Was siehst du wieder lecker aus? Alter Deckel, jetzt gehört Marino auf. Präsentiert von den Maggi 5 Minuten Terrinen. Es wird viel passieren. Ich kann mit dieser Schuld nicht weiterleben. Für den Tod von Jesse Wieland übernehme ich die volle Verantwortung. Unüberbrückbare Differenzen von wegen. Ich lasse mich von niemandem unter Druck setzen. Von niemandem. Es ist Zeit, dass dein lieber Ehemann erfährt, woran er ist. Dann gehen wir hinter den Paravan. Es wird viel passieren. Nichts bleibt mir gleich. Nichts bleibt beim Alten wie gehabt. Es wird viel passieren. Nichts bleibt mir gleich. Was ist? Warum bist du so still? Weil die Zeit gerade stehen bleibt. Danke. Ich will gar nicht, dass die Zeit stehen bleibt. Ich will jede Sekunde davon haben. Ich werde nicht vergessen, wie du mich jetzt anschaust. Riechst du gut unter den Ohren, weißt du das? Was war das? Mann, das ist bestimmt Toni. Wieso? Die hat doch einen Schlüssel. Ich hab meinen stecken lassen. Weil du das klügste Mädchen bist. Hey, du Spanner! Ich wusste gar nicht, dass du auf Hausfrau mit Glockenbüchlein stehst. Oder spionierst du nett hinterher? Was ist denn mit dir los? Sie sieht völlig schlecht aus. Sie ist da drin. Hey, warte mal. Da ist niemand. Nettie, die Treiben sind am Paravent. Warum tut sie das? Warum tut sie mir das an? Hey, warte mal. Hey, hör mir mal zu. Mit wem ist sie da drin? Hast du ihn gesehen? Keine Ahnung, ich habe den Typen nicht gesehen. Lass, komm. Komm, wir gehen im Latte einen Cappuccino trinken. Ich will jetzt keinen Cappuccino trinken. Ist egal, trinkst halt ein Espresso, ist mir wurscht. Aber du machst dich doch hier nicht zum Affen wegen dieser Nettie. Ich glaube, die Luft ist so langsam wirklich rein. Gehst du hinten raus, als Toni kommt? Ja. Du, sobald ich mit Robby heute Abend geredet habe, da hört das Versteckspiel auf. Dein Schal. Nicht. Die Verbindung ist so schlecht. Du kannst ihm nicht sagen, dass du die Scheidung willst? Verdammt, Toni, wieso denn nicht? Nicht so und schrei mich nicht so an! Sag es ihm. Ich bin der Vater deines Kindes. Ich liebe dich. Und verdammt, wir wollen heiraten. Du musst es ihm sagen, bitte. Was ist es denn? Empfindest du noch was für ihn? Ist es das? Oder bist du nicht mehr sicher mit mir? Oder hast du noch Gefühle für ihn? Hallo Toni, du hast mich eben angerufen. Ich wollte jetzt nur mal sehen, ob... Herr Port, hören Sie zu. Toni will nicht mehr mit Ihnen reden. Und Sie werden sie in Zukunft in Ruhe lassen. Wer sind Sie denn? Ich will Toni sprechen. Toni Port. Ja, ist mir ganz egal, was Sie wollen. Sie werden Toni keine Briefe mehr schreiben. Keine Telefonate, keine SMS. Nichts mehr, verstanden? Was soll denn das? Wer sind Sie denn überhaupt? Toni ist schwanger. Und sie wird demnächst heiraten. Die Scheidungspapiere bekommen Sie umgehend zugeschickt. Sag mal, David, tickst du eigentlich noch richtig? Was sollte das denn? Wem willst du irgendwas beweisen? Wer gibt dir das Recht, dich so aufzuführen? Ich bin nicht dein Eigentum! Du wolltest, dass er die Scheidungspapiere nicht ohne Vorwarnung bekommt? Jetzt weiß er Bescheid. Warum hast du das gemacht, David? Warum? Für dich. Und für unser Kind. Ich muss jetzt arbeiten.
weil du danach gefragt hast. Das ist das Einzige, was ich noch von meinen Babysachen habe. Capricciosa oder Salami? Aber wir hätten doch noch Tiefkühlpizza gehabt. Die ist billiger und ich wollte das Gefrierfach sowieso abtauen. Du bist eingeladen, Senor Avaro. Was soll das denn heißen? Geizhals oder was? Sag mal, was hast du mit meinem Koffer gemacht und mit meinen ganzen Sachen? Ich habe mir erlaubt, ein bisschen Ordnung zu schaffen, Signore Schlamper. Mal ganz abgesehen von der schmutzigen Wäsche. Und außerdem habe ich die hier wiedergefunden. Weißt du, wie lange ich danach gesucht habe? Seit damals, als du ausgezogen bist. Die ist noch von Mama. Tut mir leid, ich wusste nicht, dass das deine ist. Doktor, ich rede mit Ihnen. Ich nehme die Capricciosa, wenn es recht ist. Ja, ja. Bist du mir böse, weil ich deinen guten Mantel, den habe ich über den Bügel gehängt. Du weißt ja, wie schlecht ich so ein Durcheinander vertragen kann. Ist alles in Ordnung mit dir? Ja, ja. Ich habe nur Sandra getroffen vorher und das geht mir so ein bisschen an die Nieren. Willst du mir nicht endlich mal sagen, was genau mit euch beiden los ist? Die Pizza weg. Warum habt ihr euch getrennt? Weißt du was, ich räume die Sachen noch schnell weg und dann können wir essen. Ja? Ich hatte was mit einer anderen Frau. Okay? Hab ich mir schon fast gedacht, sowas. Aber mach dir keinen Kopf, da wird schon Gras drüber wachsen. Es gibt Sachen, die kann man nicht rückgängig machen. Wenn man es gern möchte. Ich kapier's einfach nicht. Wozu diese Spielchen? Robby, du musst einfach akzeptieren, dass Nettie dich nicht liebt. Schlag sie dir aus dem Kopf. Warum schickt sie mir dann eine SMS? Vergiss sie. Das kann ich nicht! Robby, entschuldige. Ich weiß, dass ich viel zu spät bin, aber im Beauty war echt die Hölle los. Die Hölle war los, verstehe. Der Kunde ist ja auch König und wenn der Kunde was wünscht, dann besorgst du es ihm. Weißt du was? Ich lade dich dafür ein. Hast du Hunger? Rixa, ein Wasser bitte. Sehr gerne. Weißt du was? Du kannst mein Wasser haben. Sag mal, spinnst du? Schlampe, kannst froh sein, dass es nicht der Espresso war. Was sollte das denn bitte? Er hat sich vorhin gesehen, im Beauty Susi hinterm Paravent. Mich und? Ja. Nein, ihn hat er nicht gesehen. Also am dringlichsten definitiv sind die Umkleideräume von der Turnhalle. Ja, und das Waschbecken im Kunstraum. Ich befürchte nur, bis zum Schulanfang kann man nur das Nötigste reparieren. Der Rest wird warten müssen, bis die Osterferien sind. Entschuldigen Sie mich doch bitte, ich komme gleich nach. Gehen Sie doch schon mal vor. Sie will die Trennung einfach nicht wahrhaben. Ist auch nicht leid, wenn die Liebe plötzlich weg ist. Wie lange stehst du denn schon in der Kälte? Ich brauche nur schnell den Kellerschlüssel, dann hole ich die restlichen Sachen. Aber das hat doch keine Eile. Wir müssen doch nichts überstürzen. Oh je, schau mal. Sana kann ihm ja fest leid tun, wie sie auf ihn einredet. Ich wünschte, Jessie hätte mir die Chance gegeben zu reden. Bitte, Sandra, ich will jetzt nicht diskutieren. Ich gebe mir einfach die Schlüssel. So weit ist es also schon mit uns gekommen. Sandra, es tut mir so leid. Jakob und du, ihr wart so ein schönes Paar. Warum ist eure Liebe denn auf einmal vorbei? Also gut, ich sag's jetzt einmal, dann möchte ich nicht mehr drüber sprechen. Jakob und ich, wir haben uns getrennt. Wir hatten eine andere Frau. Zufrieden?
Frau, weißt du, wer das ist? Nein, und ich will es auch nicht wissen. Hey, freut mich, dich zu sehen. Ich wollte mal sehen, was du so treibst, Held der Arbeit. Ich messe 92 cm Kupferrohr ab, weil ich gleich eine Heizung montieren muss. Und jetzt? Sag du es mir. Robby hat uns gesehen. Wie gesehen? Vorhin bei mir im Laden. Was? Er hat dich nicht erkannt. Er dachte, dass ich da mit irgendwem... Oh Mann, so ein Mist. Woher weißt du, dass er uns gesehen hat? Wir waren verabredet. Und dann habe ich ihn und Marlon getroffen. Also Marlon, das war zu... Moment mal, wieso warst du mit Robby verabredet? Ach so, du wolltest ihm von uns erzählen. Ich wollte es dir abnehmen, weil es dir doch so schwer fällt. Sag mal, wieso willst du das hinter meinem Rücken machen? Das ich... Ach, ist ja egal. Ich meine, ich hätte es mir sowieso gleich selber sagen müssen. Die ganze Lügerei muss jetzt aufhören. Du, ich will mich ja nicht schon wieder einmischen. Lass mal, Nettie. Charlie? Hey, Robby, hast du Zeit? Marlon hat's dir erzählt, oder? Es stimmt, Nettie hat einen anderen. Robby... Jetzt beschissen, richtig beschissen. Sag mal, am besten ich komme gleich rüber, oder? Nee, ich bin jetzt unterwegs. Okay, dann machen wir es heute Abend. Okay. Gut, mach keinen Quatsch, ja. Danke, Charlie, du bist echt ein Freund. Und? Was hat er gesagt? Er hat gesagt, dass ich ein echter Freund bin. Jetzt hör mir mal zu. Ich bin auf deiner Seite, was auch immer passiert ist. Aber diese Sache mit Jakobs Affäre, die kaufe ich dir nicht ab. Ich wünschte ja auch, ihr könnt mir verzeihen. Er dir? Ich ihm. Ich meine natürlich, ich wünschte, ich könnte ihm verzeihen. Sandra, ich arbeite mit dem Mann. Okay, Jakob war in letzter Zeit ein Nervenbündel, aber verliebt? Nee. Und eine heimliche Affäre, glaub mir, das, da hätte ich was von gemerkt. Und selbst wenn er dich betrogen hat, er liebt dich, das weiß ich. Und wenn du ihm verzeihst, wird alles wieder gut. Ich kann ihm aber nicht verzeihen. Und nichts wird jemals wieder gut. Finde ich auf jeden Fall sehr edel von Ihnen, dass Sie Jakob gleich wieder bei sich aufgenommen haben. Schließlich ist Jakob mein Cousin. Da ist das doch selbstverständlich. Also stimmt es, was man sich so erzählt? Was erzählt man sich denn so? Naja, dass Jakob eine neue Freundin hat. Wenn Sie 5 davon nehmen, ist einer umsonst. Danke, ich brauche nur einen. Herr Fechner, Sie kennen sie doch bestimmt. Sie ist wahrscheinlich jünger als Sandra, oder? Das macht dann 9,50 €. Jedenfalls hat Sandra offiziell im Kollegium bekannt gegeben, dass sie sich getrennt haben. Dann ist es also offiziell, ne? Ganz offiziell. Also jetzt sagen Sie schon, kenne ich Sie? Und 50 Cent zurück. Also wer auch immer es ist, ich hoffe, Jakob wird mit ihr glücklicher als mit Sandra. Es scheint ja wirklich was ganz Besonderes zu sein, wenn nicht mal Sie wissen, wer es ist. Also, Wiedersehen. Wer sagt denn, dass ich es nicht weiß? Ihr Kassenzettel, Frau Ring. Manche mögen es heiß. Mit Marilyn Monroe, Tony Curtis und Jack Lemmon. Sehr gut. Ja? Dann bekomme ich einen Keks. Okay. Du bist dran. Ja. Leoparden küsst man nicht. Catherine Hepburn und Cary Grant. Gut. Du bekommst auch einen Keks. Sehr gut. Ich glaube, wir haben Gleichstand. Okay, jetzt krieg ich dich. La Strada. La Strada Bernardo Bertolucci. Nein. La Strada ist von Federico Fellini. Von Bertolucci ist zum Beispiel Der letzte Tango in Paris. Mit Marlon Brando und Maria Schneider. Ich hab mir schon gedacht, dass du mein Ladekabel wieder hast. Was? Ach, nichts. Toni hat dir wieder alles Prüfer erzählt. Nein, Toni hat überhaupt nichts erzählt. Aber Sven, ich habe mit ihm gesprochen. Ich habe ihm nur gesagt, was Sache ist. Ich kenne Sven. Er war ziemlich sauer. Ist umso besser.
Nach allem, was Stefano mir über ihn erzählt hat, hätte schon längst jemand mit dem Klartext reden müssen. Ja, aber hättest du es nicht besser Toni überlassen sollen? Er weiß jetzt, dass er keine Chance mehr hat. James Dean und Natalie Wood. Denn sie wissen nicht, was sie tun? Ich weiß ganz genau, was ich tue. David, ich bin's. Ruf mich doch bitte zurück, wenn du das gehört hast. Danke, tschüss. Erwischt, oder? Aber ich liebe es, Kummer. Woher weißt du das? Also ich meinte, dass ich das jetzt sagen wollte. Weil du doch der WG Sigmund Freud bist, Mr. Hobbypsychologe. Hobby? Willst du jetzt drüber reden, oder? Würde ich denn dann Schuhe putzen? Das könnte ein verkappter Hilferuf sein. Wo Charlie bloß bleibt? Ja, er war schon vorher da und dann hat die Kunde angerufen. Sein Warmwasserboiler sei ausgefallen und dann musste er noch mal los. Auch eine Tasse Tee? Also ich hätte hier Pfefferminztee oder Tempel der Weisheit oder Bronchialtee. Hm? Danke, Frederik. Ja, wofür? Danke dafür, dass ich mit dir drüber reden könnte, wenn ich wollte. Kommt der Schal her? Der Charlie hat er irgendwo in der Werkstatt gefunden. So ein hässliches Teil, oder? Ist da was mit dir? Nein, nichts. Wo gehen wir denn hin? Siehst du gleich. Wenn du willst, dass ich begleite, musst du mir auch sagen, wo wir hingehen. Da geht nirgendwo hin. Außerdem sind wir schon da. Wo? Am Briefkasten, oder was? Ich dachte, wir sollten den hier gemeinsam einschmeißen. Sven? Du antwortest ihm auf seine Briefe? Ach, David. Ach so, die Scheidungspapiere. Und er wird unterschreiben. Hier beginnt deine und unsere gemeinsame Zukunft. Das heißt, wir heiraten? Naja, wenn du mir einen romantischen Antrag machst, mich auf Händen trägst und der beste Papa der Welt wirst und mein Baby und mir jeden Tag meine Lieblingsspeise kochst, ja, dann heiraten wir. Cannelloni alla Spinaci. Falsch. Aber ich nehme dich trotzdem. Das ist das Fischstäbchen, was du vorgestern nicht aufgegessen hast. Lecker, ne? Hallo Kai. Hi. Du stell dir vor, was ich gerade erfahre. Oh, das stinkt aber furchtbar. Ja, komm gleich wieder. Geh schon mal rein. Ja, bis gleich. Danke. Hey, hallo. Hallo. Gibst du mir mal das Bild darunter? Bitte, das ist noch nicht fertig. Klar, das mache ich. Ui, das ist aber ein schönes Bild. Hast du das gemalt? Jetzt lass mich mal raten. Das ist die Mama, das bist du und das ist Jakob. Da hast du es. Weil Mama doch jetzt immer so traurig ist. Oh, ich verstehe. Mensch, du bist aber eine richtige Künstlerin. Hängst du es bitte wieder rauf?
Okay. Aha, Frau Riemer. Ich warte noch auf Kai. Ups. Hi. Ja, viel Spaß, ihr beiden, ne? Tschüss. 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 Also, was gibt's so Wichtiges? Jetzt rate mal, mit wem Jakob Sandra betrogen hat. Ja. Nachdem Jessie mich knallauffall verlassen hat, habe ich echt kein gesteigertes Interesse an irgendwelchen kaputten Beziehungsgeschichten. Och. An irgendwelchen vielleicht nicht, aber an dieser ganz bestimmt. Es wird eine ganz kleine, schnuckelige Hochzeit. Wir lassen 1000 Einladungskarten, du. Ja. Und statt einer Hochzeitsreise bringen wir unserem Kind das Krabbeln bei. Wir fliegen in die Südsee und dann zeige ich dir China. Ach, und wir feiern im Wilden Mann, ja? Hochzeitsreise auf einem Schiff auf dem Rhein. Und dann machen wir ein Feuerwerk, das die ganze Stadt sehen kann. Hm? Ich freue mich so auf unser Kind. Ja, ich mich auch. Und wir machen alles so, wie du es gesagt hast. Von mir aus feiern wir sogar im Wilden Mann. Gut. Ich muss kurz ins Bad. Okay. Ja, das ist eine Nachricht von Sven Port für David Verhaag. Hör mal zu, mein Freund. Erstens, mach mich nie wieder so blöd an. Zweitens, das mit Toni und mir, das geht nur mich und Toni was an. Und drittens, ich bin immer noch mit ihr verheiratet. Tschüss. Und? War was auf dem Anruf beim Vater? Nee, das war nur so ein Typ von der Telefongesellschaft. Ach so. Wo waren wir stehen geblieben? Ich glaube, du wolltest mich China zeigen und ein Feuerwerk anzünden und all das machen, was ich dir sage. Das geht, stopp, stopp, so geht das nicht. Wir haben keine Sprechstunde mehr, außer es wäre ein dringender Notfall. Also, falls du auch hier bist, um mich wieder mit Sandra zu versöhnen, dann... Los, sag schon. Spuck's aus, wo ist Jessie? Geht, wo ist Jessie? Komm, sag. Also das... mit Jessie, das... Was? Es tut mir unendlich leid. Es war ein Unfall. Es ist einfach passiert. Robby? Robby, ich muss mit dir reden. Ich. Günstiger Preis. Garantiert. Du stehst doch gar nicht mehr durch bei deinem Sauhaufen. Ja, das stimmt nicht. Also wenn ich hier zum Beispiel... Hast du, was wir abgemacht haben? Der Bengel ist schon wieder abgehauen. Lust auf Karriere? Polizei! Henny, wo bist du? Na, das ist aber ein großer Postkasten, ne? Und so blau. Oh, Herr Krüger.